Hallo, mein Name ist Marco Weber vom Blaswerk Musik Haag und jetzt möchte ich dir zeigen, wie du deine Trompete ein- bis zweimal pro Jahr etwas intensiver pflegen kannst, damit diese möglichst viele Jahre gut funktioniert und der Wert erhalten bleibt. Denn Speichel, Dreck und Ablagerungen können deinem Instrument ganz schön zusetzen und auch üble Gerüche verursachen. Vorab zeige ich dir die Gegenstände, welche du benötigst, um die gründliche Reinigung zu machen. Etwas Haushaltpapier, ein Waschmittel aus der Küche, ein Baumwoll- oder Mikrofasertuch, einen Spiralreiniger und eine Mundstückbürste. Zuerst nimmst du die Trompete auseinander. Entferne den Hauptstimmzug und dann auch den ersten, zweiten und dritten Zug. Falls noch Fett an den Zügen ist, putze dieses mit dem Haushaltpapier weg. Dann schraube die Ventildeckel los und nimm die Ventile heraus. Vorhandenes Öl ebenfalls mit dem Haushaltpapier reinigen. Zuletzt schraubst du die Ventildeckel noch ab. Diese können etwas festsitzen und sind eventuell schwierig zu lösen. In diesem Fall bitte nicht mit einer Zange versuchen, diese aufzudrehen. Du darfst zur Not vorsichtig mit einem Gegenstand aus Holz leicht auf die Deckel klopfen. Meistens lassen sich dann die Ventildeckel lösen. Nun bereitest du das Reinigungsbad vor. Vielleicht hast du ein großes Spülbecken, eine Plastikwanne oder auch die Badewanne kann verwendet werden. Wenn du die Badewanne verwendest, achte darauf, dass diese nicht verkratzt wird. Als Unterlage kann eine Gummifußmatte oder auch ein altes Badetuch dienen. Mit Ausnahme der Ventile darfst du alle Teile komplett ins Wasser legen. Wenn du möchtest, kannst du die kleinen Teile auch in ein kleineres Behältnis tun. Verwende lauwarmes Wasser und gib etwas Geschirrabwaschmittel dazu. Ein Trompetenventil hat in der Regel zwei Ventilfilze. Wenn diese ins Wasser gelangen, saugen sich diese voll und können nachher nicht mehr verwendet werden. Nimm deshalb ein Glas und befülle dieses nur so weit, dass nicht das ganze Ventil unter Wasser steht. Nach einigen Minuten Einwirkzeit kannst du mit dem Spiralreiniger alle Rohrteile durchbürsten und dann mit sauberem Wasser spülen. Hier noch ein Zusatztipp. Falls du ein versilbertes Instrument hast, lohnt es sich vor dem Klarspülen die Trompete noch mit einem speziellen Silberputzmittel zu reinigen. Es gibt solche, welche direkt im Wasser angewendet werden können. Im Gegensatz zu den Putzmitteln, welche trocken und mit einem Tuch aufgetragen werden, kannst du einige Zeit einsparen. Mit dem Putzmittel, welches im Wasser verwendet wird, erreichst du viel besser alle Ecken und Kanten des Instrumentes. Gute Silberputzmittel liefern zusätzlich noch einen Schutzfilm, damit das Instrument nicht mehr so schnell anläuft. Nach dem Reinigungsbad trocknest du alle Teile mit dem Tuch ab. Sollte in den Ventildecken noch Schmutzresten sein, kannst du diese mit dem Reinigungspapier noch wegwischen. Vor dem Zusammenbauen kontrollierst du, ob die Wasserklappenkorken dicht sind. Auch die Form und Farbe der Ventilfilze sollten noch einigermaßen gut sein. Ansonsten kriegst du in deinem Musikfachgeschäft Wasserklappenkorke und Ventilfilze zu kaufen und kannst diese selber ersetzen. Trage nun Zugfett bzw. Zugöl auf die Züge auf. Durch Einführen und Drehen der einzelnen Rohre in die Trompete wird der Schmierfilm gut verteilt. Danach setzt du alle Züge ein. Auf dem Ventil reichen einige Tropfen Öl aus und ohne Kraft können diese nun in die Ventilbüchse eingelassen werden. Durch einige Drehbewegungen verteilt sich das Öl ideal. Zuletzt werden noch die Ventildeckel unten auf die Trompete aufgeschraubt. Bevor du diese nun in den Koffer legst, nimmst du das Abreibtuch und reinigst die Oberfläche, um allfällige Öl- und Fettspuren zu beseitigen. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit und viel Erfolg bei der Umsetzung der Pflegetipps. Weiterhin viel Spaß mit deiner top funktionierenden und gut geschmierten Trompete.